frei. Der Start ist frei zum Hofrat Professor Magister Viktor Wallner Memorial. Amateurfahren mit 11 Teilnehmern über 2600 Meter. Auftakt zur Super 76 Wette und Sie haben es gehört, über 21.000 Euro befinden sich im Pott. Das Rennen, das an den ehemaligen Bürgermeister und Präsidenten des Badener Trabrennvereins erinnert. Noch etwa 100 Meter bis zum Start. Teilnehmer ab. Beim Anfahren hat Rebell Venus einen Fehler begangen. An die Spitze des Feldes setzt sich Eragon. Eragon bereichen des Pfaffstädtner Bogens, angegriffen von November Chess H. Innen dahinter liegt Diva Starling. Außen dann Give Me Five an vierter Stelle. So die Spitzengruppe, wenn es erstmals vor die Tribünen geht. November Chess H hat hier jetzt endgültig das Kommando an sich gerissen. November Chess H führt vor Eragon. Dahinter Diva Starling an dritter Stelle. Innen dahinter sieht man Augenweide L. Erstes Pferd in zweiter Spur ist Give Me Five vor Selin Venus. Innen Eliando TF. Dahinter folgt Sultan Venus, dann Fergie Venus und Ingenieur Bayer. Und auch Rebel Venus hat Anschluss ans Feld gefunden. Es geht durch den Lesthofer Bogen. November Chess H führt unverändert vor Eragon und Diva Starling. Dahinter folgt Augenweide L. Aber November Chess H auch zu Beginn der nächsten Reifeisen gegengeraten an der Spitze des Feldes. Außen jetzt der vehemente Vorstoß von Fergie Venus. November Chess H führt, außen kommt Fergie Venus, geht an die zweite Stelle vor, hat das Tempo entsprechend beschleunigen können. November Chess H vor Fergie Venus an der Innenkante, unverändert Eragon mit im Vordertreffen, ganz innen auch Diva Starling, außen Give Me Five, innen Augenweide L. Feld wieder dicht geschlossen im nächsten Pfaffstädtner Bogen, weiterhin angeführt von November Chess H. November Chess H vor Fergie Venus an der Innenkante, Eragon, dann sieht man unverändert an der Innenkante auch Diva Starling, außen Give Me Five, außen dann auch Ingenieur Bayer in weiterer Folge. Und etwas mehr als eine Runde vor Schluss. In Führung November Chess H vor Fergie Venus, innen Eragon, dann Diva Starling mit Give Me Five, in dritter Spur kommt Selin Venus, innen Augenweide L, gefolgt von Sultan Venus, innen Eliando TF vor Ingenieur Bayer und Rebel Venus. Tempo in dieser Phase ist ein wenig flotter geworden, aber November Chess H führt unverändert vor Fergie Venus und innen Eragon. Fehler von Eliando TF. November Chess H führt vor Fergie Venus. Unverändert dieses Spitzenduo zu Beginn der letzten Reifeisen gegengeraden. Innen hält sich Eragon, außen kommt Selin Venus vor Give Me Five, der ebenfalls hier noch weiterhin gut mitmischt. November Chess H vor Fergie Venus, außen Selin Venus, innen Eragon. So lautet die Reihenfolge, auch Ingenieur Bayer versucht aus dem Hintertreffen nochmals. Es geht in den Schlusspunkt hinein. November Chess H vor Fergie Venus, innen Eragon, außen an Selin Venus. Dicht gedrängtes Vorderfeld im Schlussbogen. November Chess H vor Fergie Venus, innen kämpft Eragon. November Chess H mit zwei Längen zu Beginn des Einlaufes vor Fergie Venus, die aber weiterhin nicht aufgibt. November Chess H im Einlauf vor Fergie Venus. November Chess H ist voraus vor Fergie Venus. November Chess H. November Chess H gewinnt. November Chess H. Augenweide L an zweiter Stelle. Dann Give Me Five. 3 vor 8 und 5 vorläufig.